Wieder einmal ein herzliches Willkommen in der Dampferküche. Ich bin euer Steam Machine und heute geht es um einen 300 Watt Boliden. Ja, ihr habt richtig gehört, 300 Watt. Wir haben jetzt die nächste Grenze erreicht. Es geht um die Primus, mit Katzennamen zu fix, um die Primus 300 Watt TC von Cupor. Gekauft habe ich sie mir bei smart24.net zum Preis von 67,90. Ich muss gleich mit dazu sagen, ich benutze hier auch immer diesen 5% Rabatt für Facebook-Freunde. Jetzt seid ihr alle offiziell Facebook-Freunde. Der Rabatt ist nämlich 5x5 als Coupon-Code mit eingeben. Dann habt ihr 5% Rabatt auf alle eure Bestellungen. Also lohnt sich auf jeden Fall, den mit zu nutzen. Man will ja schließlich Geld sparen. Und genau, es geht um einen 300 Watt Boliden. Geht von 1 bis 300 Watt, wie der Name schon sagt, und angeblich von 0,8 bis 12 Volt. Ob er die Werte überhaupt erreicht, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist mal wieder ein Mörder-Oschi. Die Verpackung dürfte euch schon bekannt vorkommen, kommt in diesem Karton, wie bei Cupor typisch, also auch hier nichts Besonderes. Und hier seht ihr den Verpackungsinhalt. Nein, ich habe nichts vergessen, denn bei diesem Akkuträger ist diesmal wirklich kein Micro-USB-Kabel dabei. Ich meckere zwar immer, dass ich schon 10.000 Stück daheim habe, aber für die Kandidaten, die jetzt sagen, ich habe kein Micro-USB-Kabel, was ich glaube fast unmöglich ist, aber trotzdem, ohne Micro-USB-Kabel könntet ihr hier kein Software-Update machen. Deswegen finde ich das etwas doof, dass es nicht dabei ist, zumindest für die Leute, wo noch keins haben und nicht wie ich schon 10.000 Stück daheim liegen haben. Rest vom Verpackungsinhalt, hier kurze Warnhinweise, auf was ihr bei den Akkus achten sollt. Sprich, wenn die Isolierung im Eimer ist, am besten die Akkus nicht mehr verwenden. Kann zu einem Kurzschluss führen, sprich, euch könnten die Akkus um die Ohren fliegen. Hier eine kurze Customer Card, sprich, dass ihr nachschauen könnt. Hier hinten stehen die Tipps drauf, wie ihr nachschauen könnt, ob es ein Originalgerät ist und so weiter. Und eine kurze Bedienungsanleitung haben wir hier auch noch dazu. Auch schön mit Bildchen, leider wieder komplett auf Englisch, wie wir es meistens nicht anders gewohnt sind. Deswegen habt ihr ja mich. Und dann natürlich noch unser Akkuträger. Wie ihr im Verpackungsinhalt jetzt schon sehen könnt, sind auch die drei Akkus, die ihr benötigt, nicht mit dabei. Also solltet ihr euch auf jeden Fall drei Akkus zulegen. Und bei einem 300 Watt Gerät kann ich euch eigentlich nichts anderes mehr empfehlen, außer Sony Conion. VTC 5A oder die neuen VTC 6 würde ich hier auf jeden Fall empfehlen, damit ihr das Gerät auch mal wirklich mit den 300 Watt ausreizen könnt, sofern sie denn kann. Aufbau, denke ich mal, ist hier auch relativ schnell erklärt. Auf der Unterseite seht ihr hier eure Entgasungslöcher. Sind zwar nicht unbedingt notwendig, da hier ein Akkudeckel ist, den es auf der magnetisch ist und den es wahrscheinlich sowieso wegschiebt, wenn die Akkus anfangen zu entgasen. Und besonders da hier die komplette Rückseite eigentlich noch Entgasungslöcher sind. Aber wir haben hier unten auch nochmal welche. Gut, warum nicht? Ist auf jeden Fall gut belüftetes Gerät. Und hier unten seht ihr euren Micro-USB-Anschluss. Und hier steht auch direkt mit dabei, er ist nicht zum Laden von Akkus gedacht. Er ist ausschließlich für Software-Updates. Für den einen oder anderen bestimmt wichtig. Wie ihr jetzt schon sehen konntet, haben wir hier ein Cover. Wenn man es nach unten wegschiebt, hat es hier eben einen Magnetismus. Und wenn man es wegschiebt, kommt man direkt zu seinen drei Akkus. Wie schon erwähnt, habe ich hier die Sony Conion VTC 5A eingesetzt, damit wir hier überhaupt die Leistung erreichen könnten. Ihr seht auch schon hier wieder eine Fahne dabei, um die Akkus rauszunehmen. Kleines Manko bei dieser Fahne. Es klappt nur mit zwei Akkus, da es in der Mitte befestigt ist. Den dritten Akku müsst ihr dann so rausnehmen, aber nachdem die ersten zwei draußen sind, klappt es dann auch problemlos. Ihr seht jetzt hier auch, alle drei Akkus werden in die gleiche Richtung eingesetzt. Dachte ich zuerst, okay, etwas komisch, sie schalten alle drei Akkus parallel. In der Leistungsklasse müssten Leitungen so dick wie mein Finger da drin verbaut sein, damit es noch schafft. Habe ich da mal mit einem Multimeter durchgemessen, sie sind nicht parallel, sie sind in Reihe geschalten. Sie haben es hier jetzt nur so aufgebaut.
Wahrscheinlich, damit man ja nicht die Akkus verkehrt rum einsetzen kann. Und wie ihr sehen könnt, auch schön mit Plus und Minus bezeichnet und mit A, B und C. Was für den einen oder anderen bestimmt sinnvoll ist, wenn man die Akkuspannungen vom Akkuträger messen lässt, dann sieht man genau, welcher Akku ist denn hier welche gemessene Spannung. Finde ich jetzt nicht mal so verkehrt, dass das mit dabei steht. Gut, dann setzen wir unsere Akkus wieder ein. Deckel drauf. Und weiter geht's. Hier oben die kurze Info, dass es der Primus Cooper ist. Und hier vorne haben wir dann unser Display mit Plus- und Minus-Taste. Seitlich unseren Feuerknopf und oben, wie üblich, unseren 510er-Anschluss. Solltet ihr ja, denke ich mal, auch nicht anders kennen. Und wenn wir hier mit dem Schraubenzieher mal drauf drücken, könnt ihr sehen, er ist auf jeden Fall gefedert. Also solltet ihr hier auch keine Probleme haben, jeden Verdampfer plan auflegen zu lassen und sauberen Kontakt zu bekommen. Wie auch schon angekündigt, habe ich in meinem Messschieber neue Batterien eingelegt, nachdem ich jetzt ja schon 5 Takes neu machen durfte, weil er irgendeinen Mist gemessen hat, habe ich mal mit neuer Batterie versucht und oh, man soll es kaum glauben, auf einmal funktioniert's. Und dementsprechend schauen wir doch direkt mal, welche Maße unsere Primus hier denn bringt. In der Höhe sind wir hier bei ziemlich genau 100 mm. Genau. Also definitiv nichts Kleines. In der Breite sind wir bei rund 60 mm. Und im Durchmesser hier unten sind wir bei 26 mm. Und hier oben sind wir bei fast 28 mm, das hier nochmal ein Stück breiter wird. Was aber oben auch wieder zusammengeht, wie man hier, denke ich mal, ganz gut sehen kann. Dementsprechend, ja, auf jeden Fall für 26, 27 mm Verdampfer ohne Probleme geeignet, dass zumindest seitlich nichts übersteht. Gut, und Waage habe ich mir für euch auch nochmal eine neue zugelegt, damit ich hier auch jedes Schwergewicht ohne Probleme abwiegen kann. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, wiegen wir mal den Akkuträger ohne Akkus. Ich nehme schnell mal die Akkus raus. Dann haben wir ohne Akkus schon ein Gewicht von 253 Gramm. Und wenn wir unsere drei Akkus mit dazu schmeißen, habt ihr hier ein wunderbares Leichtgewicht von fast 400 Gramm. Und wenn ich mir jetzt den Spaß noch mache und zum Beispiel einen TFV8 dazu stecke, was eine relativ schöne Kombination ist, ja, dann habt ihr da mal fast ein halbes Kilo in der Hand, was ihr mit euch rumschleppt. Also Handeltraining für unterwegs ist mit der Kombi auch kein Problem. Die Menüführung will ich euch auch kurz mal grob umreißen, dass ihr auf jeden Fall die wichtigsten Punkte hier auch machen könnt. Zum einen habt ihr hier natürlich euer Display, wo euch dann angezeigt wird, welche Leistung das eingestellt ist, welche Uhrzeit das ist, sofern ihr sie eingestellt hättet. Er hat hier nämlich keinen Empfänger, damit er sagen kann, er hat eine Funkuhr. Nee, die müsst ihr noch manuell einstellen. Hier unten sagt er euch dann den Widerstand, sobald ihr mal gefeuert habt und dann natürlich auch die Spannung, welche ihr benötigt, um mit dem Widerstand auf die Leistung zu kommen, wäre in dem Fall jetzt zum Beispiel 1,81 Volt, beziehungsweise jetzt 1,71. Hier oben zeigt er euch noch verschiedene andere Punkte an, das erkläre ich euch gleich noch, um was es hier genau geht. Und ihr habt da jetzt dann natürlich eure Minus- und Plus-Taste, könnt ihr einen 0,1 Watt-Schritt nach unten, beziehungsweise nach oben gehen. Ihr seht schon, er läuft hier relativ schnell durch, ab 100 Watt macht er nur noch 1 Watt-Schritte. Und da müsst ihr schon ganz genau drauf achten, weil dann seid ihr schneller auf 300, als ihr gucken könnt. Also ihr seht, ab dem 100er Bereich schießt die Leistung dahin. Und natürlich hier der Feuerknopf, damit könnt ihr dann feuern. Da zeigt er euch dann auch entsprechend an, wie lange ihr schon gezogen habt. Und hier unten zeigt er euch dann auch die Puffs an. Er hat ein paar lustige Funktionen, was er hier, beziehungsweise nicht lustige Funktionen, aber ich finde es sehr gut, wie sie es eingebaut haben, wie man rankommt. Wenn man zum Beispiel die Plus- und Minus-Taste gleichzeitig gedrückt hält, kann man hier direkt einstellen, ob man auf Hard, das zeigen hier eben auch die Punkte an, ob man auf Minimum, auf Soft,
auf Normal, auf Hard oder auf Max dampfen will. Heißt in dem Moment nur Minimum und Soft, dass er beim Beginn etwas weniger als die eingestellte Leistung feuert. Und Normal heißt, er feuert immer die eingestellte Leistung. Und Hard und Max heißt dann eben entsprechend, er feuert am Anfang etwas mehr als die eingestellte Leistung. Das ist in dem Moment für die Leute interessant, die sagen, sie wollen ihre Wicklung etwas vorheizen. Sie dampfen normalerweise nur mit 20 Watt, dauert aber lange, bis die Wicklung warm wird. Dementsprechend die Funktion dann zum Beispiel optimal, wenn man auf Hard oder auf Max geht. Mit der Plus- und Feuertaste gleichzeitig könnt ihr direkt eure Modi durchschalten, dass ihr entweder im Memory-Modus seid, im Watt-Modus oder im Temp-Modus. Temp-Modus ist natürlich in dem Fall eure Temperaturregelung. Da könnt ihr dann auch in 5 Grad Celsius durchschalten oder eben in 10 Grad Fahrenheit Schritten. Ihr habt doch gerade schon gesehen, ihr könnt dann hier eben, wenn ihr das Ende erreicht habt, nahtlos auf den anderen Temperaturwert umschalten. Und mit Feuer und Plus kommen wir dann auch zurück in meinen Leistungsbereich. Ihr könnt natürlich auch noch Plus und Minus gleichzeitig drücken. Dann könnt ihr die Stealth-Funktion aktivieren. Was ich hier an der Stealth-Funktion wieder absolut bescheuert finde, egal ob ich Plus oder Minus oder Feuer drücke, ist, man sieht auf dem Display nichts. Mir wäre es lieber gewesen, wenn man nur beim Feuer nichts sieht, weil wie ihr jetzt hört, er feuert auch. Aber wenn ich mit Plus und Minus meine Leistung ändere, würde ich das gerne auf dem Display sehen. Gut, mit Plus und Minus gleichzeitig könnt ihr das auch wieder ändern. Und wie ihr seht, habe ich jetzt die Leistung verändert, ohne dass ich es gesehen habe, was mich hier einfach stört. Und er hat natürlich auch noch ein riesengroßes Menü. Wenn ihr dreimal den Feuerknopf schnell hintereinander drückt, kommt ihr hier ins Menü und könnt mit Plus oder Minus durchschalten und euch hier dann die verschiedenen Punkte mit dem Feuerknopf auswählen. Und hier könnt ihr dann entsprechend auch nochmal die Einstellungen ändern, was ihr gerade mit den kurzen Tastenkombis auch machen konntet. Feuerknopf gedrückt halten, geht er wieder raus. Und mit 3 Klicks kommt er hier dann natürlich auch wieder rein. Hier könnt ihr dann einstellen, bei der Temperaturregelung, welchen Draht ihr verwendet, ob es Titan, Edelstahl oder Nickel ist. Und könnt nach Belieben dann unten auch euren Temperaturkoeffizienten ändern. Hier zeigt dann euch auch direkt mit an. Mit Feuer gedrückt halten kommt er hier auch wieder raus. Mit 5-mal klicken kann man das Gerät locken und mit wieder 5-mal klicken kann man es wieder entsperren. Wollte ich jetzt zwar nicht zeigen, aber jetzt wisst ihr es. Und ansonsten hat er hier noch einige andere Funktionen. Zum Beispiel, wenn wir hier reingehen, können wir wieder den Widerstand selber justieren. Wenn wir sagen, der Akkuträger hat es falsch gemessen. Also, die Messung ist zwar Mist, aber wir können selber unseren Widerstand noch einstellen, damit die Temperaturregelung auch sauber funktioniert. Bei der Leistungsregelung ziemlich egal, nur wichtig bei der Temperaturregelung. Hier könnt ihr nochmal Einstellungen zu eurem Display machen. Und hier könnt ihr dann eben eure Uhr einstellen und das Datum. Hier könnt ihr einstellen, ob ihr bei den Zügen ein Limit haben wollt, wo ihr momentan seid und ob ihr es resetten möchtet. So, nochmal dreimal klicken. Und da könnt ihr euch, das ist für mich noch ein wichtiger Punkt, könnt ihr euch die Spannungen eurer Akkus anzeigen lassen. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, steht dann eben A, B und C dabei. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu den Leistungsdaten unseres 300 Watt Boliden. Wir wollen natürlich wieder wissen, wie schaut es denn aus? Schafft er die 300 Watt? Haben sie uns da bloß einen dicken großen Bären aufgebunden? Das und vieles mehr seht ihr jetzt in meiner Messtabelle. Wie ihr schon sehen könnt, von allen Farben so ein bisschen was dabei. Auf der rechten Seite eben wieder minimale und Maximalwerte von den Widerständen, was er kann, Spannungen und Leistung. Was er können soll, sagen wir es lieber so. Fangen wir bei 0,2 Ohm an. Gut, die 1 Watt konnte er hier nicht erreichen, weil er mit der Leistung nicht niedrig genug gekommen ist. 0,84 war eben sein Minimum, was er kann, war in dem Fall dann 2,82 Watt. Ansonsten die restlichen Werte, wenn man sich anschaut, sind auf jeden Fall noch im grünen Bereich, unter die 10%. Und den maximalen Wert, den er hier dann erreicht hat, sind eben rund 276 Watt.
Zwar nicht die gewünschten 300, wie angegeben sind, aber ich muss zugeben, es ist unter 10% Abweichung. Bei 300 Watt sind 10%, also auf die schnell mal 30 Watt. Und mit 24 Watt Abweichung ist er hier noch im grünen Bereich, auch wenn es schon etwas heftig ist. Aber die 276 kann er bei 0,2 Ohm auf jeden Fall schon mal raushauen. 0,5 Ohm ist es bei 1 Watt wieder ziemlich ähnlich. Bis 150 Watt hat er mir dann hier auch relativ gute Werte geliefert. Was man hier sehen kann, die 250 und 300 Watt hat er hier nicht annähernd erreicht, da er dann hier ein ungefähres Maximum von 10 Volt hatte, obwohl er angeblich 12 Volt können soll. Also das fand ich dann schon definitiv eine schwache Leistung. Und bei 1 Ohm hat er den 1 Watt fast getroffen mit 0,19 Watt Abweichung, ist für mich definitiv vernachlässigbar, stört mich nicht weiter. Bis 75 Watt hier auch keine Probleme gehabt, hat er mir sogar sehr, sehr gute Werte geliefert, unter 5%. Und ab 150 Watt hat er hier dann wieder ziemlichen Geist aufgegeben und mir maximal 105 Watt noch ausgegeben bei einer maximalen Spannung von 10,6 Volt. Also, was mir hier dann etwas so vorgekommen ist, als hätte er eine reine Step-Down-Regelung, und sobald die Akkus auf 10,6 Volt einbrechen, kann er auch nicht mehr als 10,6 Volt liefern. War jetzt so das Gefühl, das ich hier gehabt habe, und deswegen hat er die 12 Volt auch nie erreicht, weil das eine reine Theorieangabe ist, was drei volle Akkus hätten. Gut, in dem Fall hat er es jetzt halt nicht geschafft. Meine Theorie eben reine Step-Down-Regelung und das Maximum hier die 276 Watt. Also ich kann nicht sagen, dass ich hiermit zufrieden bin mit dem Ergebnis, alleine schon deswegen, weil ich maximal 0,2 Ohm haben dürfte, um an die 300 Watt ranzukommen. Aber wir haben uns trotzdem mal den Spaß gegönnt und haben gesagt, wir stellen volle 300 Watt ein mit einem entsprechenden Verdampfer und schauen mal, was er uns dann so auf die Glocken haut. Ich sage euch eins, ihr dürft mich gerne eine Pussy nennen. Die meisten wissen es eh schon, aber ich bin kein 300 Watt Dampfer. Es ist mir fast wie ein Kopfschuss vorgekommen. Ich habe in dem Moment einen Bruchteil einer Sekunde angezogen, dann hat so wumm gemacht. Irgendwo im Hinterkopf hatte ich dann tierische Schmerzen. Es war in dem Moment kein Dry Hit, aber es war einfach für mich jenseits von Gut und Böse und hat mit angenehmen Dampfen für mich persönlich nicht mehr viel zu tun, auch wenn es nur 276 statt 300 waren. Das bloß mal so nebenbei als kleine Erfahrung von mir. Der ein oder andere weiß noch, bei der alten Coupur war ein großes Problem. Er hat den Widerstand nicht sauber gemessen und wenn man ihn dann nicht per Hand eingestellt hat, ist uns hier die Watte abgefackelt. Ich habe jetzt hier 220 Grad Celsius eingestellt mit eben Edelstahldraht, wie ich ihn hier auf meinem Flashy auch drauf habe, und will jetzt hier mit meiner Space Coil mal sehen, was er mit der Watte anstellt. Und dann feuern wir mal. Passiert momentan nicht viel. Ihr seht es in der Kamera jetzt nicht großartig. Minimal Rauch steigt auf. Hier, wenn ich feuere, sagt er mir auch Temperature Protected. Sprich, er hat den maximalen Temperaturwert erreicht. Die Watte ist trocken. Er feuert nicht weiter. Wir feuern ein drittes Mal. Und schauen uns doch jetzt einfach mal die Watte an. Ganz leicht bräunlich, ziemlich so habe ich mir das Ergebnis vorgestellt. Also definitiv bedeutend besser als der Vorgänger, was den Dryband-Schutz angeht. Nachdem der Dryband-Schutz jetzt auch absolut sauber funktioniert hat, bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ob er auch die eingestellten 220 Grad Celsius mit meinem V4A-Draht hier sauber erreicht. Hier wieder mit meinem Messgerät und Temperaturfühler und dann geben wir doch mal Gas. Geht er hier auf knapp über 200, geht er bis auf 212 maximal hoch. Feuern wir ein zweites Mal. Kommt er schon ziemlich an die 220 ran, geht jetzt sogar etwas drüber. Und wenn wir ein drittes Mal feuern, geht er hier auch kurz ein bisschen drüber, aber
Das sind nicht mal 5% Abweichung. Für mich ist die Temperaturregelung hier dieses Mal sehr, sehr gut gelungen. Tja, dann wären wir schon fast wieder am Ende. Ihr schaut euch jetzt mit mir gemeinsam noch mein Bewertungsblatt an und dann haben wir es auch schon. Wie ihr hier mal wieder sehen könnt, habe ich euch mal alles grob zusammengefasst und dann würde ich sagen, legen wir mal direkt mit der Verarbeitung los. Konnte ich jetzt nichts bemängeln, liegt wertig und gut in der Hand, ist zwar ein relativ schwerer, großer Klopper, aber ja, das muss man letztendlich dann selber wissen, ob das einen stört oder nicht. Updatefähig ist er, deswegen hier keinerlei Abzug. Messwerte habe ich hier, ich habe lang mit mir gehadert, ob ich ihm nur 2 oder 3 Sterne gebe. Aber ich sage, die 300 Watt unter 0,2 Ohm erreicht er nahezu. Warum er die 2 Punkte Abzug natürlich bekommen hat, ist er, weil er die 12 Volt, die versprochen wurden, nicht annähernd erreicht. Da sind wir bei 10,6 Volt und wenn einem da auf die Schnelle mal 1,5 bis 2 Volt fehlen, das merkt man hier dann schon gewaltig. Und dementsprechend hier dann auf jeden Fall nur 3 von 5 Sternen. Temperaturregelung ist er hier auf jeden Fall unter 5% Abweichung sogar geblieben. Kann ich also überhaupt nicht meckern. Hat hier maximale Abweichung von weniger 10 Grad gehabt oder in etwa 10 Grad. Völlig okay. Die Bedienung finde ich sogar sehr, sehr einfach. Gefällt mir super gut, dass man über kurze Tastenkombis direkt die Modi wechseln kann oder dann noch ein ausgiebiges Menü hat. Gefällt mir richtig gut. Und Preis-Leistung ist jetzt hier mit 67 Euro definitiv in Ordnung der Preis. Habe auch schon günstigere Geräte gesehen, die zwar keine 300 Watt können, aber zumindest 200 oder 250. Was ja eigentlich für die meisten auch schon reichen sollte. Deswegen hier 4 von 5 Sternen. Endergebnis hat er hier von mir trotz der relativ schlechten Messwerte dann trotzdem seine volle Punktzahl bekommen. Kurz zu den Pros und Kontras. Pro ist natürlich durch 3 Akkus, die man hier drin hat, hat man eine lange Akkulaufzeit, sofern man nicht durchgehend versucht mit 300 Watt zu dampfen. Die Bedienung finde ich hier eben sehr einfach angelegt und deswegen für mich ein definitives Pro und sehr hohe Leistungen sind hier natürlich trotzdem möglich. Man kann auch im höheren Widerstandsbereich hier ohne Probleme mal mit 180 Watt oder so dampfen, was ja für den einen oder anderen definitiv auch schon mehr als genug ist. Contra ist für mich auf jeden Fall mit, dass kein Micro-USB-Kabel dabei ist. Wird zwar die meisten nicht stören, aber ich möchte es trotzdem mit aufführen, dass sich nicht irgendwer da die Box kauft und dann sagt, hey, ich habe jetzt die Box, lade die über Micro-USB, aber zum einen kann man sie über Micro-USB gar nicht laden, ist auch ein Punkt und zum anderen ist eben auch kein Kabel mit dabei. Also für Software-Updates müsst ihr euch auf jeden Fall separaten Kabel besorgen. Was für mich ein ganz großer Minuspunkt ist, ist einfach, dass er die 12 Volt nicht schafft, die hier versprochen wurden. Sprich, höchstwahrscheinlich nur eine Step-Down-Regelung und keine Step-Up-Regelung und kann deswegen nur maximal die Akkuspannung ausgeben. Und je leerer die Akkus eben werden, umso niedriger wird auch die maximale Ausgangsspannung. Man hat dann schon fast ein ähnliches Verhalten wie bei einem mechanischen Akkuträger. Und dass eben die knappen 300 Watt, die hat er ja nicht ganz erreicht, aber dass er eben die 276 Watt, was er mir da angegeben hatte, auch nur unter 0,2 Ohm geschafft hat. Bei höheren Widerständen hat man hier definitiv keine Chance mehr, in solch einen Leistungsbereich zu kommen. Gut, dann wäre ich jetzt auch wieder durch. Über Kommentare würde ich mich riesig freuen, gefällt mir natürlich auch. Und wenn ihr informiert bleiben wollt, abonniert am besten meinen Kanal. Und in dem Sinne kann ich euch nur noch wünschen, gut Dampf und bis zum nächsten Mal.